Hallihallo, Hallöchen, liebe Leute, der Bastelhannes hier. Willkommen zu einer weiteren Folge von Bau den Manta A GTE, das legendäre Sportcoupé. Und zwar sind wir jetzt schon bei der Ausgabe 32 und ich glaube ja, jetzt fängt der Beifahrersitz an und die nächsten vier Hefte wird es darum gehen. Also, viel Spaß bei der Folge. Wir sehen uns gleich, wenn wir ins Heft reingucken. So, dann schauen wir mal ins Heft 32 rein. Und zwar fangen wir jetzt den Beifahrersitz an. Sprich, den rechten Sitz. So. Hier haben wir wieder ein paar andere Opelze. Der Opel Rekord. Den hat mein Opa mal gehabt. Das ist ein Porsche. Und in der nächsten Ausgabe geht es dann weiter mit dem Sitzel. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Anfang von dem Beifahrersitz. Und zwar, so, nehmen wir euch mal wieder. Oha! Oh, Fauxpas. Was für ein Fauxpas. Falsch eingestellt alles hier. Hör auf zu wackeln, Kamera. Sonst regen sich die Leute nachher noch auf, dass ihnen schlecht wird. So, wir haben wieder hier drin ein paar Polsterchen. Wir haben drin ein paar Schräubleins. Wir haben drin die Sitzfläche. Und wir haben die Rückwand drin. So, zack, zack. Und was brauchen wir? Wir brauchen am Anfang das hier und setzen dieses Teil natürlich wieder falsch rum ein. So, wird ein Schuh draus. So, dann. Wenn wir das haben, die Schrauben brauchen wir auf jeden Fall auch erstmal zwei wieder. Boink. Dann nehmen wir dieses Teil hier und packen das Ganze hier natürlich rein. Das stimmt nicht hier. Sowas von gar nicht. Das überhaupt nicht. Jetzt haben wir das hier vorne erstmal drin. So. Ich hoffe, das Polster ist jetzt noch richtig drin. Das sieht mir nämlich nicht so aus. Verdammt, verdammt, verdammt. Alter Schalanski. So. Das muss hier richtig ran. Dann noch einmal. Sieht besser aus. Sieht besser aus. Und dann kommen die beiden HP-Schrauben zum Einsatz. Und
Und zwar eine hier. Und eine auf der anderen Seite. Und damit haben wir dann schon mal wieder die Sitzfläche. Jo. Da haben wir die Sitzfläche fertig. Und jo, dann sehen wir uns gleich nochmal. So, liebe Leute, das war auch wieder die erste Folge, die Folge von dem Manta, und zwar die Ausgabe 32. Die kennt ihr ja eigentlich schon, aber ich mache die Folgen trotzdem, damit es rund ist. Und wir haben auf jeden Fall den Beifahrersitz angefangen. Dann hoffe ich, euch hat trotzdem die Folge gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Heft. Bis denn dann, euer Bastler Hannes. Ciao, ciao.